Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2015 sind viele Menschen aus Kriegsgebieten nach Deutschland gekommen, um hier um Asyl nachzufragen. Viele konnten sich in Sicherheit bringen, sind nach Deutschland gekommen, aber das war nicht jeder und jedem möglich. Manche Familienangehörige, auch Einzelpersonen, haben den Weg nicht geschafft. Und in der Situation sind einige Menschen in Deutschland persönlich und ganz privat in die Verantwortung getreten und haben es ermöglicht, dass diese Menschen nach Deutschland kommen, um hier auf ganz legalem Weg um Asyl nachzufragen. Das haben sie gemacht, indem sie eine sogenannte Verpflichtungserklärung unterzeichnet haben, dass sie sich verpflichtet haben, zu bürgen für Lebensunterhalt und für die Kosten der Krankenversicherung während des gesamten laufenden Asylverfahrens. Und sie haben das auch bezahlt. Und damit haben sie unserem Staat zunächst einmal Geld und Aufwand erspart, soweit so unproblematisch. Den Menschen war durchaus klar, dass sie für den Unterhalt der Geflüchteten aufkommen müssten. Allerdings kam es in vielen Fällen auch dazu, dass sie über die Dauer ihrer Bürgschaft nicht korrekt und nicht umfassend beraten worden sind. Hierzu kam es zum Beispiel auch unter anderem deshalb, weil Bund und Länder teilweise unterschiedlicher Rechtsauffassung waren, wie lange zum Beispiel eine Bürgschaft Gültigkeit behält. Manche Länder waren der Überzeugung, dass eine Bürgschaft mit der Anerkennung als Flüchtling endet, und haben die Bürgerinnen und Bürger auch entsprechend beraten. Der Bund wiederum war der Auffassung, dass die Bürgschaft auch nach der Anerkennung als Flüchtling weiterhin bestehen bleibt, was auch, wie sich später herausstellte, die korrekte Rechtsauslegung war. Und aus diesem Grund haben, das ist auch erstmal ganz normal, die Jobcenter Rückforderungsbescheide den Bürgern zugeschickt, indem sie Erstattungen der geleisteten Grundsicherungsleistung gefordert haben. Nun sind wir als Freie Demokraten eine Rechtsstaatspartei und wir sagen, selbstverständlich müssen auch Bürger im Rahmen der eingegangenen Bürgschaften tatsächlich bürgen. Einerseits. Andererseits gehört es eben aber auch zur Rechtsstaatlichkeit, dass der Bürger darauf vertrauen können muss, dass die Behörden ihn korrekt informieren. Kein Bürger in diesem Land muss damit rechnen, dass eine staatliche Behörde ihn möglicherweise unzureichend oder falsch und unzutreffend aufklärt. Und wenn ein Bürger aufgrund beispielsweise solcher Nachlässigkeiten oder unterschiedlicher Rechtsauffassungen von Behörden zur Kasse gebeten wird, dann gilt eben auch als Rechtsstaatspartei, dass wir ihn davor schützen müssen. Und jetzt ist unter Beteiligung unseres nordrhein-westfälischen Integrationsministers Joachim Stamm zwischen Bund und Ländern in einer 10-Verhandlung eine Kompromisslösung auf den Weg gebracht werden, die besagt, dass natürlich dort auch Rückforderungsbescheide gegen Bürger aufgehoben werden, sofern sie falsch oder unzureichend beraten worden sind. Dann tragen die Kosten diese Kompromisslösung Bundesländer und der Bund. Das ist eine Lösung, die fair ist. Aber dort, wo Bürger aufgrund eben von falschen Informationen informiert worden sind, fordern wir, dass wir hier mit Maß und Augenmaß und Großzügigkeit beziehungsweise im Sinn eines Rechtsstaats auch tatsächlich unserer Verantwortung nachkommen und niemanden zur Kasse bitten, der falsch beraten worden ist. Wo allerdings richtig beraten worden ist und wo die Entscheidung zur Bürgschaft auf einer tatsächlich richtigen Beratung beruht hat, da fordern wir allerdings auch, dass die Bürgschaft erbracht wird. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Gabriele Hiller-Ohm das Wort.